Es ist das 19. Jahrhundert und professionelle Kraftmenschen sind die Superhelden des Tages. Sie können Ketten zerreißen, Hufeisen verbiegen, unzählige Einfingerliegestütze machen und mehr als ihr eigenes Körpergewicht einfach über ihren Kopf heben. Ich erzähle dir keine Märchen, glaub mir. Und hey, du kannst dich trainieren, um auch so zu werden wie sie. Okay, Opa, setz dich, bevor du umkippst. Ich übernehme ab hier. Fang mit dem Warm-up an, um deine Muskeln für dein Training im Strongman-Stil vorzubereiten. Schnapp dir zuerst extra, die Zeitung. Extra, lies alles darüber. Ja, danke, Opa. Nimm jetzt ein Blatt in jede Hand. Dein Ziel ist es, sie zu Bällen zu zerknüllen. Das sieht super einfach aus, aber in Wirklichkeit trainierst du die Muskeln in deinen Unterarmen. Denk dran, du darfst dir nicht selbst helfen. Halte deine Hände in der Luft und drücke sie nicht an deinen Körper. Mach eine ganze Minute lang weiter. Beginne langsam, dann beschleunige. Noch ein schnelles Aufwärmen, bevor wir anfangen. Armkreise. Und wieder brauchst du 2 Zeitungsblätter. Halte sie so, wie du sie in der ersten Übung gehalten hast. Achte darauf, dass deine Füße schulterbreit auseinanderstehen und strecke deine Arme parallel zum Boden aus. Jetzt zerknüllst du diese Zeitungsblätter, während du mit deinen Armen Kreise zeichnest. Nach 10 Sekunden wechselst du die Richtung. Je länger du diese Übung machst, desto größer sollten die Kreise werden. Nach 10 Sekunden änderst du die Richtung wieder. Mach das eine Minute lang. Diese Übung ist ein echter Helfer für jeden, der viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Sie wirkt auf deine Schultern, Arme und den oberen Rücken. Gut, ihr seid alle aufgewärmt. Jetzt lasst uns ans Eingemachte gehen. Kräftige Männer kümmerten sich wenig um die Brustgröße, aber sie trainierten, um den perfekten Griff zu bekommen. Sie glaubten, dass du niemals etwas heben kannst, wenn du es nicht kräftig genug festhalten kannst. Die erste Griffübung ist Fingerlifts. Du brauchst ein schweres Buch, eine Enzyklopädie reicht völlig aus. Leg das Buch auf den Tisch und heb es nur mit den Fingern an. Du darfst deine Hand nicht mit einbeziehen oder es auf dem Tisch liegen lassen. Mache 30 Sekunden weiter. Bist du bereit, weiterzugehen? Okay, dann hebe das Buch mit deinem Zeigefinger so hoch wie möglich. Lass dir nicht mit dem Daumen helfen. Wenn du ihn mit dem Zeigefinger hochgehoben hast, bewege dich zum mittleren Finger und so weiter, bis du mit jedem Finger trainiert hast, außer mit dem Daumen. Jetzt machst du dasselbe mit der anderen Hand. Deine Daumen fühlen sich bestimmt schon ausgeschlossen. Die gedrehten Fingerlifts sind ihre Zeit zu glänzen. Es ist eine ähnliche Übung, nur dass deine Handfläche jetzt nach unten zeigt. Beginne das Buch mit deinem Daumen anzuheben. Mach es 10 Sekunden lang. Dann machst du mit den anderen Fingern weiter, bis du den kleinen Finger erreicht hast. Interessant ist, wenn du deinen kleinen Finger trainierst, arbeitest du erstens auch mit dem Daumen und zweitens verbesserst du dadurch deinen Griff. Der kleine Finger macht 50% der Kraft deiner Hand aus. Wiederhole alle Schritte mit der anderen Hand und wir machen weiter. Nun begib dich zum Putzschrank, denn es wird Zeit für die Unterarmbesenverlängerung. Wenn du keinen Besen hast, kannst du auch eine Schaufel nehmen. Nimm den Besen oder die Schaufel und hocke dich damit hin. Halte ihn in einer geraden Linie parallel zum Boden. Wenn es zu schwer ist, ihn ganz am Ende zu halten, dann setz deine Hand weiter mittig an. Je länger und dicker der Stiel, desto schwieriger ist es, den Besen gerade zu halten. Versuche ihn 30 Sekunden lang mit einer Hand zu halten und dann wechsle. Wenn du den verlängerten Besen perfektioniert hast, hast du mit dem Besen das nächste Level erreicht. Leg einen Ziegelstein oder irgendetwas anderes mit ähnlichem Gewicht und ähnlicher Größe auf das Ende deines Trainingsbesens. Halte ihn wieder für eine halbe Minute in jeder Hand. Jetzt wird es Zeit, Muskeln in deinen Beinen aufzubauen und die Durchblutung in deinen Gliedmaßen anzuregen. Fersenzehen heben ist genau das, wonach es klingt. Hebe zuerst deine Fersen an, dann deine Zehen und wechsle etwa 50 Mal. Wenn du dein Gleichgewicht nicht halten kannst, dann halte dich an einem Stuhl fest. Wenn du diese Übung machst, unterstützt du deine Beingelenke, sich vor zusätzlicher Spannung zu schützen und deine Knöchel werden beweglicher. Eine Minute reicht für diese Übung aus. Jetzt setz dich oder leg dich hin, je nachdem, wie erschöpft du zu diesem Zeitpunkt bist. Fang an, Kreise in die Luft zu zeichnen, nur mit deinem rechten Fuß und Knöchel. Bewege nicht den Rest des Beines. Zeichne 10 Kreise in eine Richtung und dann in die andere. Um es spannender zu machen, kannst du versuchen, das Alphabet in die Luft zu zeichnen, wobei dein großer Zeh der Stift ist. Dann wechsle die Beine.
Eine Minute mit jedem Bein und wir gehen weiter. Auch wenn du nicht vorhast, dein doppeltes Gewicht in die Luft zu stemmen, musst du trotzdem deinen Bizeps und deine Schultern trainieren. Für diese Muskelgruppen fangen wir an mit Bizeps Curls, mit Körperwiderstand. Steh gerade mit geschlossenen Füßen. Leg deine linke Hand in deine rechte Handfläche. Dein linker Arm ist an der Seite und der Unterarm kreuzt deinen Körper. Beuge den linken Arm am Ellbogen und versuche, die Hand zur Schulter zu heben. Benutze deine rechte Hand, um gegen diese Bewegung zu halten. Wenn dein linker Arm gewinnt und die Hand die Schulter erreicht, bringe ihn wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Die rechte Hand wird wieder Widerstand leisten, indem sie nach unten drückt. Wechsle die Seiten und mach dasselbe mit deiner rechten Hand, die sich zur Schulter bewegt, und deiner linken Hand, die dagegen hält. Mach jeweils 5 Wiederholungen. Du merkst, du brauchst keine Handeln dafür. Die nächste Übung ist Schulterheben mit Körperwiderstand und sie kommt in 2 Teilen. Zuerst umklammerst du deinen Arm, aber deine Arme sind hinter deinem Rücken. Der rechte Arm liegt leicht seitlich, der linke Unterarm kreuzt den Rücken. Versuche nun, die rechte Schulter zu heben, aber halte dagegen, indem du mit der linken Hand nach unten ziehst. Mache 10 Wiederholungen mit jeder Seite. Für den zweiten Teil verschränke deine Hände hinter dem Rücken. Bewege deine Schulter nach vorne und lass dein Kinn zur Brust fallen. Ziehe dann deine Schulterblätter mit aller Kraft zusammen und bewege deinen Kopf nach oben. Mache 15 Wiederholungen. Weiter geht's. Tiefes Atmen. Stehe so gerade wie möglich mit durchgestreckten Knien. Hebe deine Arme und deine Brust an. Atme so viel Luft wie möglich langsam durch die Nase ein. Wenn du das Gefühl hast, dass du keine Luft mehr einatmen kannst, geh langsam in die Hocke. Atme auf dem Weg nach unten aus. Berühre den Boden mit den Händen und komm langsam wieder hoch. Mach 15 davon. Beende das Training mit einer Seitenbrücke. Du kannst entweder deine Beine auf eine erhöhte Plattform legen oder es vom Boden aus tun. Leg dich auf deine linke Seite und verlagere dein Körpergewicht auf deinen Ellbogen. Atme tief ein und während du ausatmest, ziehe deine Bauchmuskeln ein und heb deine Hüfte vom Boden. Deine Taille geht nach oben und du kommst in die seitliche Plankenposition. Achte darauf, dass deine Schultern deine Ohren nicht berühren. Bleib 3 Sekunden lang in dieser Position. Wechsle dann die Seiten, sodass du auf der rechten Seite liegst. Mach 12 Wiederholungen mit jeder Seite. Diese Übung ist großartig, um deine Brustmuskeln zu trainieren und deinen Brustkorb breiter zu machen. Außerdem schmilzt dein Seitenfett. Und fertig.